Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Videoreihe in 5 Schritten zur perfekten Hausarbeit in der sozialen Arbeit Kindheitspädagogik. Dies hier ist der vierte Teil, der beschäftigt sich mit der Argumentation innerhalb der Kapitel und möchte euch zeigen, was in den Kapiteln passiert, warum und wie man das belegt. Das ist ein Kernstück, das müsst ihr beherrschen, das ist ein Kernstück dessen, was bewertet wird und Ziel ist es ja, dass ihr eine sehr, sehr gute Hausarbeit schreibt. Lasst uns das im Einzelnen anschauen. Die Argumentation, also das, was in den Kapiteln passiert, entsteht aus der Fachliteratur, die gemäß der eigenen Logik eingebaut, zitiert, gewichtet wird. Das heißt, Studierende fragen sich manchmal, ja, wieso soll ich denn aber immer zitieren? Das ist doch noch nicht meine eigene Argumentation. Ihr argumentiert mit den Gedanken von anderen Menschen. Aber indem ihr sie selbst sozusagen zusammenpuzzelt, zusammenfügt. Und das eigene dieser Arbeit von euch liegt in der Fragestellung, in der Argumentation, die ihr entwickelt, aber nicht mit euren eigenen Gedanken. Wie zum Beispiel nicht, ach, ich habe heute Morgen gedacht, beim Frühstück ist es besser, Müsli zu essen, das ist gesünder. Das ist keine Argumentation, sondern sie muss belegt sein. Sie muss belegt sein. Alles, was ihr dazu anführt, muss belegt sein. Außer Schlüsse, die ihr gegen Ende hin oder später hin aus dem, was ihr herausgearbeitet habt, zieht. Und die Argumentation verfolgt ein Ziel. Jedes Kapitel hat ein Ziel. Also ein Kapitel steht nicht einfach nur so da, weil ich dachte, ich muss das in der Arbeit thematisieren, sondern was trägt die Argumentation zur Beantwortung der Fragestellung bei? Wir schauen uns ein Beispiel an. Das ist hier eine Arbeit, die hatte ich schon mal als Beispiel verwendet in den vorherigen Videos. Es geht hier um den Vergleich vom Münchner Eingewöhnungskonzept mit dem Berliner Konzept. Ich glaube, die gibt es tatsächlich in der Realität auch so, bin mir aber nicht ganz sicher, ist nicht mein Fachgebiet. Und hier seht, habe ich jetzt einfach mal ausschnittsweise Argumentation sozusagen zitiert, wie ihr schreiben könntet, wenn ihr diese Arbeit schreibt. Es geht also in dem Kapitel um das Münchner Eingewöhnungskonzept und dann könntet ihr schreiben, die zentralen Grundannahmen im Münchner Eingewöhnungskonzept sind Punkt, Punkt, Punkt. Und Punkt, 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 Vergleiche so und so. Das heißt, ihr sagt dann, was eine Annahme ist, wie sie heißt, und dann führt ihr einen Beleg dazu an. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, darüber hinaus nennt Hafner Vergleiche 2005, Seite 23, noch das und das und das. Das heißt, ihr sammelt so verschiedene Autoren zusammen, ihr guckt in unterschiedliche Quellen rein und findet hier was zum Eingewöhnungskonzept, hier was zum Eingewöhnungskonzept und hier. Dann macht ihr euch die Struktur, was sind die Kerngedanken des Eingewöhnungskonzeptes und bastelt das zusammen und fügt jeweils hinzu, woher ihr diesen Gedanken habt. Und dann kann das eben genau so aussehen, wie ihr es hier unten seht. Und dann würdet ihr zum Beispiel noch, hier steht Punkt, Punkt, Punkt bedeutet, also nehmen wir mal ein Element dieses Eingewöhnungskonzepts, würdet ihr dann zum Beispiel erklären, die einzelnen Elemente und auch hier wieder Quellen anfügen. Mitbestimmung wird verstanden als Punkt, 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 Vergleiche und so weiter. Das heißt, die einzelnen Aspekte werden mit Quellen belegt. Jetzt käme das vierte Kapitel, wo das andere Eingewöhnungskonzept dargestellt wird. Und jetzt kommt euer Kapitel, in dem ihr eure Fragestellungen beantwortet. Hier geht es um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und da habt ihr verschiedene Punkte jetzt isoliert gedanklich und die beschreibt ihr in diesen Unterkapiteln. Kapitel 3 und 4 wurden das Berliner und das Münchner Eingewöhnungskonzept vorgestellt. Folgendes Kapitel zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Das wäre so eine Überleitung, wie man jetzt einleitet in dieses fünfte Kapitel. Und dann benennt ihr die. Eine zentrale Gemeinsamkeit der beiden Modelle ist die Einbindung der Eltern. Im Detail unterscheidet sie sich jedoch. Und dann sagt ihr, okay, in dem einen Eingewöhnungskonzept sind die Eltern so und so eingebunden, in dem anderen Eingewöhnungskonzept sind die Eltern so und so eingebunden. Ihr habt das ja jeweils schon dargestellt oben in Kapitel 3 und Punkt 4. Und so geht ihr mit jeder Gemeinsamkeit oder mit jedem Unterschied vor. Und dann hat das alles eine logische Konsequenz aus dem, was ihr da oben geschrieben habt. Ihr solltet jetzt hier unten zum Beispiel natürlich nicht unter Punkt 5 sagen, na, die Konzepte unterscheiden sich in Bezug darauf, auf etwas beziehen, was ihr vorher noch nie genannt habt. Das geht natürlich nicht, sondern es muss schon enthalten sein. Gut, okay. Wichtig, habt ihr schon gesehen, eben dabei,
ist, dass ihr die Quellen belegt. Bitte keine Sippenhaft für Absätze. Das machen viele Studierende falsch, dass sie sagen, okay, ich habe hier die eine Seite geschrieben und dann schreibe ich unten drunter, wo die Quelle ist. Das ist allein schon deswegen falsch, weil in der Regel von euch erwartet wird, zu einem Thema, also zu einer Seite, die ihr schreibt, nicht nur eine Quelle zu lesen. Und weil das auch nicht üblich ist in der Wissenschaft, sondern weil man immer mehrere Quellen liest und nutzt, muss man nämlich nicht nur zu einer Seite eine Quellenangabe machen, sondern zu jedem Gedankengang. Ja? Je Gedankengang eine Quelle. Hier ist ein Beispieltext mal. Ich lasse euch Zeit, den auch zu lesen. Erzähle aber erstmal was. Ihr findet da oben die erste Quellenangabe Mantai 2018 zu dem Gedankengang, dass dass beteiligungsorientierte Sexualerziehung sinnvoll ist, weil da Bildungsprozesse stattfinden. Da ist eine Quelle dahinter. Dann kommt eine Weile Text und dann des Weiteren erlernen und erfahren Jugendliche durch Beteiligungsprozesse Eigenständigkeit und Verantwortung im Zusammenleben. Das ist also ein Punkt, der ergänzt wird. Dann kommt eine neue Quelle hinzu. Und so weiter. Bei jedem neuen Gedankengang kommt eine neue Quelle. Kommt eine neue Quelle hinzu. Das sind ja auch, wie man hier sieht, unterschiedliche Quellen. Ich lasse euch jetzt noch kurz Zeit, euch das noch ein bisschen näher anzuschauen, bevor ich weitermache. Gut, weiter geht's. Teil der Argumentation, die fast schon automatisch daraus entsteht, wenn ihr Quellenangaben macht und über jeden Gedankengang nachdenkt, wer hat das gesagt, ist die Distanz zum Gegenstand. Die entsteht aber auch durch Sprache. Also Distanz zum Gegenstand meint, dass ihr da über etwas schreibt und nicht sozusagen davon aufgesogen werdet. Das entsteht durch eine ausreichende Literaturgrundlage, weil ihr dann nämlich irgendwann, wenn ihr genug darüber lesen könnt, aha, der Autor schreibt das darüber, der Autor schreibt das darüber, der Autor schreibt das darüber, dann wisst ihr, aha, es gibt da keine Wahrheit, sondern der eine Autor denkt so und der andere Autor denkt so und unterschiedliche Elemente werden genannt. Das ist dann genau die Distanz. Also durch die eigenständige Argumentation mit den verschiedenen Autoren entsteht die Distanz. Ja? Und das Ganze drückt sich auch aus in der Sprache. Ne? Hier mal ein Beispiel. Vor dem Hintergrund der dargestellten Kriterien für lässt sich festhalten, dass ... von Bedeutung ist. Also es lässt sich etwas festhalten vor dem Hintergrund, dass man das und das sozusagen betrachtet hat. Ja, das ist eine Distanz zu dem Gegenstand. Die Distanz fehlt hingegen, wenn die normativen Aussagen eines Autors einfach nur wiedergegeben werden. Ja, nehmen wir mal an, ihr wollt eure Hausarbeit schreiben zum Eingewöhnungskonzept und ihr nehmt jetzt nur ein Buch zum Thema Eingewöhnung oder eine Internetseite und da steht drin, Eingewöhnung muss so stattfinden, am Anfang muss es so sein, danach muss es so sein, danach muss es so sein und dann kopiert ihr das in eurer Arbeit sozusagen rein in eigenen Worten, ihr paraphrasiert das, dann ist es aber keine Distanz, weil ihr nicht sagt, okay, Eingewöhnung kann so stattfinden oder kann so stattfinden oder es könnte so stattfinden, wenn ihr nur sagt, okay, Eingewöhnung muss so sein, muss so sein, muss so sein, muss so sein. Dann kopiert ihr nur normative Aussagen, aber ihr seid nicht in Distanz zu denen, weil ihr sie nur übertragt. Ist nicht ganz einfach zu erklären, aber ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht merkt ihr es auch, wenn ihr jetzt, nachdem ihr es gehört habt, wenn ihr euch unterschiedliche Texte anschaut. Ganz wichtig ist der rote Faden dahinter, natürlich. Und deswegen, und der rote Faden, also damit der Leser, der euer Kapitel versteht, um was geht es hier? Macht es Sinn, das in den Kapiteln zu erläutern? Um was geht es in diesem Kapitel und warum? Macht euch das selbst klar. Und wenn es ein relativ langes Kapitel ist, macht es auch Sinn, das explizit zu benennen. Ja? In diesem Kapitel geht es darum und das hat das Verhältnis zur Fragestellung. Oder um die Fragestellung zu beantworten, wird jetzt zunächst das Münchner Konzept dargestellt. Sinnvoll kann es auch sein, vor allem je länger eine Arbeit ist, klarzustellen, was wurde bisher behandelt, was wurde gezeigt oder erreicht und wie knüpft das an das an, was jetzt geschrieben wird. Es ist sozusagen ein Übergang. Ihr schafft einen Übergang für den Leser und klärt eure Logik. Ja? Den Bezug zur Fragestellung klären. Und
möglicherweise auch klären, welche Bedeutung hat das Kapitel für die ganze Arbeit. Und dann vielleicht noch erläutern, wie ist das Kapitel aufgebaut. Vielleicht noch, sage ich hier an vielen Stellen, ganz einfach, weil es davon abhängt, wie lang sind eure Kapitel. Manche machen größere Kapitel. Wenn man jetzt aber so ein Mikrokapitel hat, sage ich mal, was ich immer nicht so schön finde, was nur eine halbe Seite lang ist oder fünf Sätze, wo ich finde, das braucht eigentlich kein Kapitel, das braucht eine interne Struktur im Text. Kein Kapitel, da macht es natürlich keinen Sinn, jedes Mal zu schreiben, das Kapitel hat die Bedeutung zur Fragestellung, etc. Also es macht nur Sinn, wenn die Kapitel relativ lang sind. Ja. Und wenn die Kapitel sehr lang sind, zum Beispiel in einer Dissertation, in einer Promotion oder in einer Masterarbeit, dann kann es auch Sinn machen, das am Ende wieder aufzugreifen. Ja. Aber meistens reicht eines, weil ist ja auch Quatsch, man sagt am Ende des Kapitels, wo sind wir jetzt? Und dann sagt man am Anfang des Kapitels wieder, wie geht es jetzt weiter? Das ist ja dann eine Doppelung. Also entscheidet euch ein Stück weit, wo ihr das macht und schaut, dass ihr es nur macht, wenn sozusagen ein relativ langer Text schon dasteht. Gut, und ein letzter, weiterer wichtiger Aspekt ist, dass ihr Begriffe klären müsst. Ja, als Teil eurer Argumentation, ihr könnt also nicht einfach sagen, Inklusion, bla bla bla. Ihr müsst klären, was Inklusion ist. Ja. Beispiele, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier eine Arbeit, eine Hausarbeit zum Thema Suchtprävention in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Dann müsstet ihr zumindest hier die markierten Begriffe klären, nämlich Sucht. Was ist Sucht? Was wird darunter verstanden? Was wird unter Prävention verstanden? Was wird unter offener Kinder- und Jugendarbeit verstanden? Und dann tauchen im Rahmen eurer Bearbeitung noch andere Begriffe auf, die ihr klären müsst, nämlich Primär-, Tertiär- oder Sekundärprävention zum Beispiel. Nächstes Beispiel, nehmen wir mal an, ihr schreibt eine Arbeit zum Thema Sexualerziehung in der stationären Erziehungshilfe. Müsst ihr klären, was ist denn Sexualerziehung? Was ist denn die stationäre Erziehungshilfe überhaupt? Was meint ihr damit? Und andere Themen, die dann auftauchen, sind möglicherweise Sexualität, Pubertät und so weiter. Diese Begriffe müsst ihr klären mit Hilfe von Belegen. Was bedeutet das? Fachbegriffe sind zu klären, genau. Ist ja lustig. Gut, soweit, so gut. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr mich natürlich jederzeit auch gerne anschreiben. In diesem Sinne viel Erfolg für eure Hausarbeit und viel Spaß dabei. Tschüss.